Und wir kommen zum nächsten Match, während ich mir hier wunderbar am Kinn kratze, weil ich muss mich mal wieder rasieren. Ja, als nächstes kommt der AEW Diven-Titel. Also Thunder Rosas erste Titelverteidigung, nachdem sie auch die erste ist, die Rosemary besiegt hat. Als erst kommt ihre Gegnerin. Da haben wir sie, die große und mächtige Trixie, die sich sehr groß und mächtig vorkommt. Deswegen heißt sie auch die große Mächtige. So, wo ist er? Von den Friedhöfen aus Tijuana, Mexiko. An dem Moment, es wird ja gesprochen. Mexiko. Und Trixie will direkt das Match schon beginnen. Ja, Thunder Rosa kriegt das mit. Eröffnet hier direkt. Oder sie erwehrt sich direkt. Ja, schöner Snap-Suplex. Wer weiß, vielleicht findet das Match ja auch gar nicht offiziell statt, dass die sich hier gar nicht erst in den Ring reinbewegen, sondern sich lieber draußen rumprügeln. Snap-Suplex auf den Gürtel. Das tut gut, das tut weh. Oh je, Mine. Ja, schöner Konter. Oh, eingesprungener Tornado-DDT. Nicht normaler DDT. Und direkt überstiegen. Und Whippen, jetzt geht's in den Ring. Ja, Trixie bewegt sich auch rein. Damit kann das Match jetzt offiziell beginnen. So, und während Thunder Rosa erstmal sich die Jacke und die mexikanische Flagge ablegt. Oh, schöner German Suplex. Hier so ein Tritt vor die Nase. Und ein Whip-In, den gibt es auch noch oben drauf. Ah, ein bisschen Foot-Choking. Nicht so ganz fair. Oh, normales Choking hat es auch drauf. Erst mit dem Fuß, dann mit der Hand. Egal, Trixie darf sich erstmal ein bisschen gewürgt fühlen. Also ich weiß nicht, was Trixie mit dem ersten Angriff da erreichen wollte, außer dass sich Thunder Rosa tierisch wütend gemacht hat. Wahrscheinlich wollte sie das auch. Oh, und wieder. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, schöner Leckdrop. Ah, der Aufgabegriff war zu nah an den Ringseil. Da kann Thunder Rosa noch gerade so mit dem kleinen Zeh, der so aus dem... Und Whip in. Und Trixie macht jetzt auch das schöne Choken. Nur mit dem Unterschied, dass sie dabei auch noch sehr, sehr derbe posiert. Tja. Bisher haben wir am heutigen Abend erst einen einzigen Titelwechsel. Singular. Gesehen, und zwar der FTW-Titel. Und nochmal überdreht. Sehr schön gemacht von Trixie. Sie probiert es noch einmal. Aber diesmal kann Thunder Rosa sich freischlagen. Und den Kopf aus dem Popo rausziehen. Ja, Trixie rollt sich raus. Tja, kann man machen. Snap Suplex. Ich würde mal behaupten, sobald der Thunder Driver kommt, ist es vorbei. Und ja, das ist der Ansatz. Und Thunder Driver. Oh, Kick-Out von Trixie. Bei 2.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt kannst du mal kontern. Und jetzt kommen die Tricks, die Great and Powerful Kicks. Ja, da gibt es den Takedown. Double Leg Takedown, um ganz genau zu sein. Und ich glaube, Trixie will es beenden. Und Skull Crushing Final. Ich hätte gedacht, das Bein ist zu kurz. Ja, wird das jetzt direkt schon. Nein, Kickout auch bei 2. Also, die beiden wollen spannend machen. Jetzt jubelt die Trixie. Oh, Small Package. Aber wieder der Kickout und diesmal bei 1. Oh, Butterfly zu plexen. 3 Stück an der Anzahl. Und zum Schluss der Face Slam. Ja, Thunder Rosa rollt sich da raus, durchatmen. Tja, auf jeden Fall Trixie ist in die Falle gelaufen. Jetzt geht's wieder in den Ring und ich meine, hier nach müsste das World Champion Title Match kommen, unser Pre-Main Event. Unser Main Event ist im Übrigen ein 3 gegen 3 Tag Team Match zwischen 2 Fraktionen. 2 aufstrebenden Fraktionen, muss man sagen. Klar, die einen sind noch nicht allzu lange dabei, zumindest das Team. Der dritte ist schon länger dabei. Oh, Aufgabegriff von Trixie. Wird das jetzt den Sieg bringen oder kommt Thunder Rosa nochmal raus? Bisher sieht's gut für Trixie aus und jetzt Thunder Rosa nimmt all ihre Kräfte zusammen. Und kann sich der guten Trixie entledigen. Und schöner Swinging Neckbreaker. Und Trixie rollt sich raus. Und da geht's gegen die Ringbalustrade. Und Ansatz. Grigori's Special. Ja, Ref ist bei 4. Ich glaube, Trixie ist ausgenockt. Jetzt geht es erstmal wieder in den Ring. Und was hat sie jetzt vor? Exploder Suplex. Und wieder der Kick. Ich glaube, das ist der Ansatz. Nein, ist es nicht. Ansatz, ja. Und umgedreht. Und das ist die Entscheidung. Sie will ihren Thunder Driver anbringen. Trixie hakt ihr das Bein an, rollt sie ein. Sie rollt einfach weiter. Und sichert sich so ihre Titelverteidigung. Ja, jetzt nochmal der Ansatz. Ist das der Ansatz? Ja, das ist der durchgezogene Thunder Driver. Hat aber nur zum Two-Count geführt. Ja, die Great and Powerful Kicks. Das Gory Special draußen, was sogar noch fast auf der Treppe gelandet ist. Ja, hier sehen wir es nochmal. Oder auch nicht. Tolle Wiederholung. Ernsthaft, Spiel. Mach bessere Wiederholung. War aber ein hartes Stück Arbeit für Thunder Rosa. Egal, wir kommen zum Pre-Main-Event und zum World Champion Titelmatch. Und als nächstes kommen wir zum All Elite Wrestling
World Champion Titel Match. Ist angesetzt für einen Fall. John Moxley hat die Herausforderung selbst ausgesprochen, weil sein Gegner ihn imponiert hat. Und er keinen Gegner hatte. Soweit ich das jetzt noch richtig informiert bin. Jetzt kommt sein Gegner von Team Rising Sun, wo ja auch Hiroshi Tanahashi und Keiji Muto zugehören. Hiroshi Tanahashi hat es nicht geschafft, sich den TNT-Titel zu holen. Keiji Muto hat gewonnen und auf jeden Fall sich ins Titelrennen jetzt so ein bisschen reingemischt. Ja, und Hayabusa hat jetzt die riesengroße Chance, John Moxley den Schwergewichts-Champion-Titel abzunehmen. Das letzte Mal hat er wirklich sehr, sehr gut gekämpft. Hat leider verloren. Und jetzt kommen wir zum World Champion. Also nicht der Herr, der jetzt gezeigt wird, sondern der Herr, der da oben, der durchs Publikum läuft. Er ist sehr volksnah. John Moxley, ehemalig Dean Ambrose. Ich habe ein T-Shirt von ihm. Der Lunatic Fringe, der Bekloppte, könnte man so sagen, der nicht mehr ganz dicht ist. Der Mann, der den neuen FTW-Champion hier zur AEW geholt hat, nämlich Basher Malone. Ja, wir reden immer von John Moxley. Er hat auch bald so einen Titel wie Daenerys Sturmtochter aus dem Hause Targaryen, Sprengerin der Ketten, Mutter der Drachen, die Unverbrannte, die bla 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 bla, Titel, 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 Titel. Dasselbe können wir über John Moxley auch sagen. Und es gewittert herzhaft. Toll, John Moxley kommt und draußen knallt und rumst es. Was soll das? Da bin ich mal gespannt, wenn jetzt wirklich Keiji Muto... Ey, der eine Typ im Publikum hat mein T-Shirt geklaut. Ein Riot Squad T-Shirt habe ich auch. Naja, sollte John Moxley den Titel behalten, wird er sich wahrscheinlich danach irgendwann gegen das nächste Mitglied von Rising Sun stellen müssen. Ansonsten Hayabusa gegen Keiji Muto könnte ein sehr, sehr interessantes Match werden. Erstmal gucken, wie dieses Match hier verläuft. Ja, Hayabusa wollte kicken und Moxley ist einfach einen Schritt zurückgegangen und boxt ihm einfach in die Schnauze. Ja, hat einen sehr harten Kampfstil. Hayabusa mehr so auf Highflying und Technik. Und Moxley ist einfach Hauptsache tut weh. Also sehr effizient. Und jetzt packt er ihn sich und durch die Ringseile gegen den Pfosten. Und jetzt gibt es einmal mit Schwung eine Powerbomb. Und jetzt wird er Richtung Ringmitte gezogen. Gut, kann sein, dass Hayabusa am heutigen Abend einfach untergeht. Was bisher so ein bisschen danach aussieht. Moxley einfach mit der geschlossenen Faust gegen den Kopf, den maskierten Kopf eines Hayabusas. Jetzt wird das Bein noch mal ein bisschen ausgekugelt. Also ich glaube, Moxley hat sich jetzt auch ein bisschen mehr von Hayabusa erwartet. Okay, jetzt bekommt er erstmal einen Schlag von ihm ins Gesicht. Ah, sollte ein Schlag kommen, der wird aber abgefangen. Und da springt Hayabusa einfach zu kurz. Wer ist das, die Nervosität? Und jetzt geht's auf Middle Rope Bulldog. Ja, kann man auch mal machen. Oh, Hayabusa mit dem Schulterblock. Eieiei. Ja, und schon wieder ausgekontert. Also,
Ich glaube, dass hier Moxley bald keine Lust mehr hat. Oh, das sollte irgendwas werden. Aber auf jeden Fall wurde es ausgekontert. Also dafür, dass Hayabusa im normalen, bei normalen Dynamite eine super Figur gemacht hat, kackt er jetzt gerade so tierisch ab. Oder es liegt daran, weil Moxley sich einfach eingestellt hat auf seinen Gegner. Da haben wir der Crossbody gefolgt mit diesen wütenden Punches. Und Ansatz, ja, durchgezogen, Backbreaker. Und jetzt nochmal der Ansatz zum Exploder Suplex durchgezogen. Oh, Schlag wurde abgewehrt. Oh, schöner Falcon Arrow. Oh, Cover direkt hinterher. Ja, Kick-Out bei 1. Also da muss Mr. Hayabusa, der sich gerade hinsetzt, das wäre ja auf dem Bot. Schon ein bisschen mehr. Oh! Dragon Sleeper. Also da kann Mr. Moxley jetzt gerade froh sein, dass normalerweise so die Paradeaktion eines Hayabusas ist. Aber Hayabusa kommt jetzt ins Match. Und Moxley kommt einfach nur mit Crossbodies und Punches. Und jetzt hämmert er seinen Kopf einfach mal durch den Ringboden. So, Whip in. Und was kommt jetzt von Mr. Moxley? Setzt ihn aufs oberste Ringseil. Ja, kann man mal machen. Ja, Konter. Und ein Christo. Rope Break. Das war zu nah am Ringseil. Oh, das ist neu. Oh, schöne Kombi-Aktion. Werden die Finger nochmal gerade gezogen. Auch mal die Knie in den Rücken reinrammen. Also damit hat John Moxley jetzt nicht gerechnet. Oh, Hayabusa rollt sich raus. Das sollte er gegen einen John Moxley lieber nicht machen. Der fühlt sich da draußen pudelwohl. Und Punch. Noch ein Punch. Jetzt nimmt er Anlauf und... Ah, den letzten versaut. Ich vergesse mal den letzten bei ihm. Egal. Oh, Standing Moonsault. Und Hayabusa jetzt draußen. Ja. Wie ich schon sagte, ein John Moxley, der fühlt sich draußen einfach wohl. Und ein Running Bulldog. Und das da draußen, das ist ja nur Kunststoffmatte. Oder nur Schaumstoff. Jetzt geht's wieder in den Ring. Tja, da fliegt er daneben. Oh, wieder der Konter. Und wieder ein Rope Break, also meine Fresse. Oh, schöner Power Slam.
Und ein Roller durchgerollt. Paradigm Shift. Und das war's. John Moxley behält den Titel. Also zum Schluss war das ein ganz schönes Stück Arbeit für ihn. Am Anfang sah es ganz klar nach einer Verteidigung aus und dann kam Hayabusa immer mehr ins Match. Ja, Hayabusa, der kann es nicht fassen. Oh, er blutet auch ein bisschen. Da saftet es durch die Maske. Der ganze Brustkorb ist blutverschmiert. Und wir kommen zum Main Event, zum letzten Match des heutigen Abends.